Villach, eine Stadt liegt im Eishockeyfieber. Der VSV führte 33 von 40 Runden in der Tabelle der Eishockey-Bundesliga und hatte bis zu 7 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Die Fans in Villach hatten also allen Grund zum Jubeln. Eishockey in Villach ist wieder in. Auf eigenem Eis gaben die Villacher nur einen einzigen Punkt ab und den gegen Rekordmeister KAC. Die Villacher brachten neues Feuer in die Eishockey-Bundesliga, zeigten modernes Hockey und versprühten viel Selbstvertrauen im Glanz ihres Erfolges. Dagegen verblasste der Erzrivale KAC samt seinem grimmigen Wahrzeichen, dem Lindwurm. 1981 erlebte der Villacher Sportverein mit dem ersten Titel in der Clubgeschichte seinen bisherigen Höhepunkt. Schon damals trainierte der heute 42-jährige, in Kanada geborene Bart Kräschli den VSV. Nach 5 Jahren Tätigkeit in Innsbruck und Feldkirch kam er 87 wieder nach Villach und hat wieder Erfolg. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Okay, wenn ich war erst hier, war Peter Raffel 17-year-old, Sekulic 16 und so weiter. Sie waren alle sehr jung. Jetzt sind alle Männer geworden. Okay, sie sind schon 30-year-old, 28 und sie haben viel erlebt. Sie wissen, wie zu Eishockey spielen. Sie müssen nur in derselben Linie bleiben und in derselben Zeit integrieren wir Spieler wie Ressmann, der jüngere Spieler. Einiges Glück hatten die Kärntner beim Engagement ihrer Ausländer. Rick Wilson, 26 Jahre alt, er kommt aus Kanada, spielte über 250 Partien als Verteidiger in der National Hockey League. Er organisiert in Villach die Abwehr und hat bisher 14 Tore erzielt. Der Amerikaner George Servinis, ebenfalls 26 Jahre alt, war zunächst verletzt, hatte dann Anpassungsprobleme, ist aber jetzt mit 31 Treffern einer der stärksten Stürmer der Liga. Ken Strong ist mit 25 Jahren der jüngste Legionär beim VSV. Er spielt schon die zweite Saison in Villach und ist mit 37 Toren erfolgreichster Scorer der Villacher Mannschaft. Dazu engagierte man den bereits 34-jährigen Greg Holst. Oft schon abgeschrieben, beeindruckt der Supertechniker heuer als mannschaftsdienlicher Spieler und begründet die Erfolge. Ja, ich glaube, dass Villach ist eine Mannschaft, das viel Herz hat und unser Kampfgeist ist sehr groß und die Kameradschaft ist auch sehr gut. Und ich habe einen guten Ausländer und der Homburger ist zurückgekehrt nach Österreich. Und ich glaube, dass wir sind einfach, wir haben viel Talent und wir arbeiten alle sehr hart. Manches Mal zu hart. Der Kanada-Heimkehrer Herbert Hohenberger zeigt hier Villachs Stärke, bedingungslosen Körpereinsatz. Wir spielen hart, aber wir spielen fair. Schon einige Male überschritten die Villacher Spieler heuer die Grenzen des Erlaubten. Nicht nur in der Tabelle ist Villach ganz vorne, sondern auch bei den Strafzeiten. Ich kämpfe lieber mit der Disziplin, als immer mit der Mannschaft zu heißer machen. Viele Mannschaften haben immer mit großem Herz gespielt, immer auf das, der Grenze von disziplinlos und zu aggressiv. Aber mir ist lieber eine Mannschaft zum Bremsen müssen, als eine Mannschaft im Gamma-Buschen. Wir müssen kämpfen heute. Und das ist nicht notwendig in Villach. Sie kämpfen sehr, sehr gut. Und wir müssen, manchmal gehen wir über die Linie. Okay? Wir haben das in Falkirk getan, wir haben das einmal in Klagenfurt getan. Und ich sehe oft nicht direkt mit dem Schiedsrichter, aber sie sind der Chef. Und wir müssen reagieren. Oft tun wir das nicht schnell genug und wir spielen zu aggressiv. Villach hat heuer die meisten Tore der Liga, im Schnitt 5 pro Spiel, geschossen. Nicht alleine durch ihre Stars. Auch die Nachwuchsspieler wie Heressmann tragen sich regelmäßig in die Scorerliste ein. Mir taugt dieses Spiel, der Kampfgeist, den sie haben, die alle 4 Linien, das spielt eine Linie besser als die andere. Da kann kommen, was will und die 4. Linie spielt. Wenn die 1. Linie auslässt, dann schießt die 4. Linie die Tore. Und das taugt mir unheimlich auf Eiswahl. In Villach steht sogar ein Friedhof für die anderen Clubs.
Schiebi gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Schuss. Erst fliegt er, dann fliegt er. Der blaue Blitz, der löst jetzt mit dem Druck die Wanne lang. Die Schüsse unserer Stürmer haben einen Sattelklang. Es gibt ein Gewitter, wenn der Mann schreibt Bursche vorne. Ach, wie ist das bitter, und der Gegner mal vertraut. Tormann Gerhard Thomasser hat den besten Schnitt der Liga mit 3 erhaltenen Toren pro Spiel. Villach hat sich aus dem Schattendasein neben dem KAC gelöst. Trotzdem bleibt der Rekordmeister aus Klagenfurt aber das Maß aller Dinge. Vor dieser Saison haben wir uns natürlich an dem KAC gemessen. Sie sind und waren sehr lange die stärkste Mannschaft in Österreich. Und wenn man dem KAC Paroli bieten kann und wenn man sie auch besiegt, dann ist man in Österreich automatisch vorne mit dabei. Und in dieser Saison brauchte Villach auch das Auswärtsspiel in Klagenfurt nicht zu fürchten. Der VSV konnte in der Höhle des Löwen sogar 2-mal gewinnen. Die Derby-Bilanz, 8 Spiele und 5 Villacher Siege. Die Rivalität zwischen den beiden Mannschaften und ihren Anhängern ist in Kärnten nach wie vor groß. Die Zeit der großen Sprüche aber ist vorbei. Die Rivalität ist natürlich schon jahrelang vorhanden und die ist meiner Meinung nach entstanden, dass eben der KAC schon 20 Jahre und länger Spitze ist und der VSV eigentlich, was sportlich gesehen ist, nichts zu bieten hat, möchte ich sagen, wenig zu bieten hat. Und heuer natürlich ist halt einmal ein bisschen Aufflammen vom VSV aufflackern vorhanden. Beim Eishockey, da gibt es natürlich schon Konfrontationen, aber würde ich sagen, Kärntner, wenn es dann um die Wurst geht, dann bleiben wir Kärntner. Ansonsten gibt es in der direkten Konfrontation gibt's schon arge Diskrepanzen. Das muss ja so sein. Aber wir müssen ja auch wieder und einmal die anderen. Aber es ist halt so, nicht, im Leben. Nicht? Wenn immer einer gewinnen würde, würde ja auch keine Sache sein. Nicht? Ein Clubwechsel war früher undenkbar. Einzige Ausnahme, Gerhard Felfernick, der als Villacher beim KAC zum Star wurde. Heute trägt mit Silvio Schibisti wieder ein Villacher den KAC-Dress. Ich bin für Sie genauso ein Klagenfurter Spieler wie jeder andere, nicht aber vom Publikum her und von Freunden, die mich gerne in Villach hätten spielen gesehen, da bin ich schon kritisiert worden. Und privat wird man da auf der Straße angesprochen, dass man vielleicht den Club verraten hat? Ja, das passiert mir sehr häufig. Ich werde zum Teil auch von den Leuten gehänselt, nicht, dass ich nicht beim kommenden Meisterspiel, so wie sie sagen, in Villach. Spürt man das privat auch, wenn man in Klagenfurt lebt und in Villach spielt? Ich habe das sehr arg gespürt, dass im ersten Jahr war das bei mir. Durch blöde Zeitungsaussagen oder was sie geschrieben haben, die Reporter, da habe ich schon Schwierigkeiten gehabt. Überhaupt, wenn ich irgendwo hingegangen bin, in ein Lokal oder sonst was, da haben sie gesagt, Landesverräter und so auf die Art. Das waren keine schönen Sachen. KAC gegen Villach ist gemessen an allen Randerscheinungen mehr als nur ein Spiel auf dem Eis. Es ist das Sportereignis Kärntens schlechthin, mit Live-Übertragung in Ö3 Kärnten. Gottfried Kenzian, der lässt weiterlaufen auf den George Servinis und der hat jetzt geschossen aus der neutralen Zone. Da hat der Robert Max sogar ein bisschen Mühe gehabt, aber den Puck dann doch nach vorne weggeschlagen. Die Erfolgsserie der Villacher in dieser Saison hat aber nicht immer das erwartete Echo gefunden. Besonders in den Kärntner Tageszeitungen regiert noch der KAC. Ich glaube, das mit den Zeitungen und der Presse ist ganz einfach zu erklären. Der Sitz der Zeitung ist in Klagenfurt und da steht natürlich immer ein bisschen mehr für die Klagenfurtner als für uns. Und wenn Villach Meister wird, dann ist eigentlich das Eishockey in Villach zu Hause. Ja, bis dorthin ist noch ein langer Weg. Wir müssen hart arbeiten, dass wir es vielleicht auch packen, aber es ist noch sehr viel ausständig, sehr viele Spiele, da kann noch einiges passieren. Die Titelambitionen sind in Villach unübersehbar, mit Bad Kreschlis Eishockey-Philosophie aber realisierbar. So viel Action und intensiv spielen als möglich und dass jeder Spieler in Mannschaft hat eine Aufgabe und dass er hat das Gefühl, dass wir brauchen ihn und dass er hat eine Position in der Mannschaft. Denn bekanntlich ist eine Gruppe nur so stark wie ihr schwächstes Mitglied.